Danke. Vielen Dank übrigens an den Felix für die Organisation von diesem Ding hier und für die erste Ansprache. Mein Name ist Martin, ich bin von der Gruppe der informierten Bürger, einer Facebook-Gruppe, die sich genau dieser Themen annimmt, und da können wir, glaube ich, auch recht schön bei den Worten fortführen, wie der Felix gerade angesprochen hat. Informiert euch. Das ist das Wichtigste überhaupt. Ein blinder Mob auf der Straße hat genau überhaupt keinen Sinn. Es ist ganz wichtig, dass wir uns informieren über die Dinge, die in unserem Land passieren, und vielleicht auch ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Die Gruppe der informierten Bürger ist eine Plattform. Es gibt viele, es wird im Laufe der Zeit notwendig sein, sich zu kanalisieren und dann irgendwann einmal gemeinsam wirklich initiativ zu werden und Dinge zu bewegen. Zu der Sache noch mit der Jutta Dietwort von vorhin, ganz wichtig. Ganz wichtig, Entschuldigung, zu nahe. Danke. Es hat die Jutta Dietwort natürlich Journalistik studiert und verwendet die richtigen Worte. Viel tragischer ist noch, dass ihre Moderationspartnerin von Dreisat sofort im ersten Einleitungssatz von einer neurechten Demonstration gesprochen hat. Das sind nicht die Worte der Moderatorin, wenn Sie mich fragen. Das ist in den Mund gelegt. In ganz Europa demonstrieren mittlerweile hunderttausende Menschen friedlich. In Deutschland entsteht gerade eine Friedensbewegung. Gehen Leute auf die Straße, die für den Frieden demonstrieren. Und das Einzige, was in den öffentlich-rechtlichen Medien, in den Massenmedien gemacht wird, ist, dagegen zu sprechen. Mit einer absoluten Gegenrede. Das ist in meinen Augen ein Riesenskandal. Wir müssen bei uns aufpassen, deswegen sind wir auch so wenige Leute hier, dass wir nicht in dieselbe Schublade gesteckt werden. Bitte lasst euch nicht irgendwie von Fernsehmoderatoren einreden, dass das hier neurechts oder rechtsesoterisch ist. Bleibt dran! Informiert eure Freunde, eure Bekannten, erzählt ihnen, da ist was dran, dass wir jeden Montag mehr werden. Vielleicht gibt es ja nicht nur, so wie in Deutschland, nicht nur einen Redner. Wir haben leider keinen Andreas Popp, wir haben keinen Ken Jebsen. Vielleicht bekommen wir die. Oder Franz Hörmann. Ja, warum ist er nicht da? Warum ist kein Roland Thüringer nicht da? Das war schon auf der gestrigen Demo ein Thema. Wie auch immer. Vielleicht bekommen wir hier an dieser Stelle auch prominente Unterstützung. Vielleicht werden wir irgendwann mal so viele Menschen, dass wir mehrere Redner brauchen. Da müssen wir dranbleiben. Wir müssen das kommunizieren. Ihr seid herzlich eingeladen, Gruppe der informierten Bürger auf Facebook, der Nächste darf gerne reden. Hallo. Nochmals der Martin von der Gruppe der informierten Bürger, ich mache da ein bisschen Werbung, gell? Dass ihr nicht stört. Nein, ich wollte noch, ich muss dann gehen, euch noch einen Satz mitgeben, der nicht nur mich sehr beschäftigt hat in den letzten Monaten, sondern auch mittlerweile den Roland Thüringer sehr gefallen hat bei der letzten systemkritischen Podiumsdiskussion. Man hat uns irgendwann einmal in der Schule erzählt, wir dürfen alle 4 Jahre wählen gehen oder alle 5 Jahre wählen gehen, irgendwas verändern mittlerweile. Wir haben auch kleinere Wahlen dazwischen, aber in Wahrheit haben wir die Wahl jeden Tag. Wir können jeden Tag wählen gehen. Der Kassabon ist der Wahltäter. Jeden Tag. Wir haben heute die Freiheit, wenn man heute die Tageszeitungen liest, die Mainstream-Medien, wo drinnen steht, dass McDonald's nicht mehr gentechnikfrei füttert oder das Hühnerfleisch, die Hühner werden mit Genmais gefüttert, ja, außer in Österreich. Die Frage ist nur, wie lange. Wir haben heute die Möglichkeit zu sagen, wir kaufen das einfach nicht mehr. Der Kassabon ist unser Wahltäter.